gut, dann tun wir mal so, als wären wir hier noch nicht gewesen und fahren jetzt hier oben nochmal hin. Aber dann ist es ja klar, dass das tatsächlich ein Bug ist, der mit der Hauptquest zusammenhängt. Was schon wieder so ein bisschen ärgerlich ist. Ich weiß halt nicht, inwieweit das relevant ist, dass wir mit Judy reden müssen. Weißt du, wie ich meine? Also. Auf ein neues. Ja, wir sind ja gleich da. Vielleicht haben wir ja jetzt die Möglichkeit, mit Judy zu reden. Vielleicht war das ja auch nur ein kurz einmaliger Bug. Ich weiß noch nicht. Zumindest sind wir jetzt gleich am Ziel. Ja. Ich habe auch so die Taste nicht. Also irgendwie ist das echt strange. Oder sie probiert es und kann es nicht. Also wir steigen mal aus. Kaum schön geparkt. Nee. Also, ich kann nicht telefonieren. Tja. Dann ist das so. Vielleicht können wir auch von der Seite irgendwie rein. Hier ist ja auch noch ein Tor. Technische Fähigkeiten nutzen. Aber vielleicht gibt es ja noch eine komplett andere Möglichkeit reinzukommen. Ach, guck mal. Haben wir den nicht hier schon mal gescannt? Nee, haben wir nicht. Das sieht fast so aus wie eins von diesen Tarotkartengeschichten. Kann man bestimmt hier auf einem anderen Weg noch rein. Das wäre doch gelacht, wenn wir das Ding nicht anders infiltrieren. Guck mal, eine Schau. Aha. Gucke mal. So, pass auf. Ich werde jetzt erstmal vielleicht die Überwachungskamera ausschalten. So. Das ist mir jetzt erstmal am wichtigsten. Greift als einfache Funktion eines Geräts zu, wie das Öffnen, Schließen von Türen und Aktivieren, Deaktivieren von Kameras. So, pass auf. Also, da warten wir jetzt, bis der Hack durch ist. Dann haben wir hier genau auch das Gleiche. Und laden hier auch den Quick Hack an der Tür hoch. Und werden jetzt erstmal die beiden Sachen abwarten. Okay, also die Kamera ist jetzt offline. Das ist gut. Und bei der Tür haben wir jetzt auch vielleicht keine Probleme mehr. Jetzt müssen wir wahrscheinlich warten, bis sich das alles wieder aufgeladen hat. Pass auf, wir gucken jetzt nochmal. Da oben ist einer. Aber was ist das für ein Hauptgebäude? Wenn... ja, wenn hier oben noch so eine komische Baracke ist, ne? Also pass auf. 1C. BD. BD. So. Kann ich hier langlaufen? Ich habe Angst, dass man mich sieht, ne? Theoretisch wäre es vielleicht klüger, wenn ich jetzt eine andere Waffe wähle. Wir sind ja jetzt auf Distanz. Es macht an und für sich mehr Sinn, wenn... Aber wenn die erstmal auf Alarmbereitschaft sind... Hab Schüsse gehört. Lebst du noch? Ja, keine Zeit hier rumzuschleichen. Ach so, jetzt verstehe ich, was gemeint ist. Judy ist jetzt mit uns connected, deswegen... okay, ich verstehe. Das war kein Bug, ich habe einfach das Spiel schon wieder nicht verstanden. I understand. So, ich habe keine Ahnung, was das für ein People da vorne ist. Aber der würde auch gleich wieder nach vorne kommen. Ich finde ja hier den Versteckpunkt eigentlich sehr gut. Wir sollten jetzt auch erstmal hier bleiben. Komm doch raus, Mann. Jetzt macht mir nicht so schwer. Los jetzt. Oh, ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Siehst du? Dann genau. Ja, 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 ja. Das war ja jetzt klar. Mann. Am Arsch. Komm jetzt raus hier. Verdammte Axt. Kann ich mal was rüberwerfen? Oh, überhitzen? Ach nö, lass nicht mein Biochip schon wieder. Ich hasse das ständig. Ah, warte, warte, warte. Oh, warte, warte, warte. Oh, warte, warte. Wo? Wo? Ich sehe es nicht. Bin ich blind?
sehe mein Auto. Da ist die Hure! Die Hure. Nenn mich nicht Hure. Die Hure. Ah! Wow! Das kann ich auch. So. Ich schlag dich wie eine Sau. Pass auf. Noch eins. Mit freundlichen Grüßen. Weniger. Und wer beschwert sich jetzt? Der da drüben ist doch am rumdöngeln. Da. Ich meine, ich bin ja jetzt auf Distanz, weißt du? Und da muss ich einfach herumballern. Aber daneben. Irgendwas brennt hier. Ich? Schön ist anders. Sag ich es mal so. So, den Kollegen haben wir auch noch da oben herumschwirren. Aber der kommt nicht so richtig raus. Er traut sich nicht. So. Doch, jetzt. Wird das was. Jetzt haben wir hier auch mehr. Irgendwer ist jetzt noch rausgekommen, glaube ich. Gucken wäre meine Option. Warum ist denn jetzt bei mir schon wieder bei Hitzen am Start? Das gibt's doch nicht. Ist er jetzt schon wieder ganz nach hinten verschwunden? Ja. Ah, verdammt. Ah. Ah. Was war das? Leute, reißt euch verdammt nochmal zusammen! Also, pass auf. Ich sehe tatsächlich da unten jetzt so niemanden. Ja, ich will gerade so ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Siehst du, ne? Viel zu weit weg. Pass auf, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich werde jetzt auf das Katana wechseln. Stirb! Dito. Irgendwas hab ich. Mir geht's nicht gut. Mir geht das nicht gut. So, pass auf. Also. Ich werde jetzt auf das Netzwerk. Kann ich auf das Netzwerk zugreifen? Tor geöffnet. System online. Ausschalten. Nee, warte mal. So, Remote übernehmen. So, alles klar. Nächstes Gerät. Ah, jetzt können wir mal reingucken. Können wir mit dem jetzt irgendwas machen? Wir können jetzt zum Beispiel hier mal einen Waffenglitch machen. So. Gucken wir uns nochmal was um. Position wird preisgegeben. Von wem? Von mir? Was? Habe ich es geschafft? Hä? Ich schnell's gerade nicht. Warte mal, hier ist doch auch noch ein Tor. Okay, pass auf. Wir werden jetzt vielleicht wieder auf das Sturmgewehr wechseln und... Haben wir das schon gelesen? Dann steche ich dir die Augen. Nein, doch. 75 Jahre Cyberware von Tsutomu Takahashi. Das haben wir schon gelesen. Genau. Yeah. Okay, haben wir jetzt noch irgendjemand hier oben? Irgendwas, was ich noch mitnehmen kann? Pass auf, dann werden wir das Tor vielleicht... Achso, Tor ist geöffnet. Dann werden wir mal gucken, was die im Netz so haben. Bryce Stone. Also die haben jetzt ein paar andere Webseiten. Und was haben wir hier? Warnung.
von Ivan Medvedev. Unslaw for Life. Jemand in der Jig-Jig Street hat Fragen über unser Studio gestellt. Wir können uns also entweder darauf gefasst machen, für einen Filmpreis nominiert oder überfallen zu werden. Aha, ist also offensichtlich wirklich eine Warnung. Kann ich die Scheiße hier ausschalten? Ah, gibt's ja nicht. Also, pass auf. Der Typ ist weg. Haben wir hier noch irgendwas, was wir einsammeln können? Das, was ist das? Sandblast? Kann ich das Auto eigentlich hochjagen? So, der ist zumindest schon mal weg. Da drin sind, glaube ich, noch welche. Also pass auf, wir werden uns jetzt langsam hier mal in die Richtung vorwagen. Da ist noch jemand. Ja, da drin sind die ganzen Leute noch. Wo ist er jetzt hin? Leute, reißt euch verdammt nochmal zusammen! Ja, ja, reißt euch zusammen. Genau so. Kommt sie nicht raus? Will sie nicht raus? Kann ich auch hier durch? Möglich? Nein! Zurück in Formation! Regenformation. Gut, dann latsche ich hier nochmal lang. Also so der Angriff war tatsächlich, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung, das so zu wählen. Aber jetzt müssen wir rein. Und ich glaube, drinnen werde ich mit Katana vorgehen. Erst werde ich natürlich probieren, wen wir hier so wegkriegen. Vorne weg. Ne? Mal so ein bisschen auf safe spielen. Kann ich jetzt einfach runterspringen? Oder laufe ich jetzt vorne ins Gebäude? Wir können natürlich jetzt gucken. Warte mal. Whee! Okay. Also, laufen wir jetzt von vorne mal ins Gebäude rein. Fällt das jetzt auf? Jetzt können wir es gewaltsam öffnen. Mensch. Kommen wir jetzt raus? Es wäre jetzt die Überlegung. Warte mal, also jetzt, ja, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. So eine Sache muss ich vorneweg auf jeden Fall ausschalten. Ah, hier hinten ein Müllcontainer. Da haben wir auf jeden Fall noch mehr, was explodieren kann. Ich glaube, ah, nein. Wie kann man nur so dumm sein? Ja, das kann man. So. Versuche, einen Weg in die Untergeschosse zu finden. Mach ich. Geh mir hin. Put. Himmelarsch! Zuckt der noch? Lebt der noch? Aber der lebt da, oder? Ratte. Ich hab die Ratte gefunden. Okay, also da haben wir auf jeden Fall Kameras und so ein Schlüssel. Aber weißt du, was mir einfällt? Da gab es doch noch irgendwie was zum Hacken da oben. Ich sehe mein Auto noch. Verlinken, Geld kriegen. Das haben wir gar nicht ausprobiert. Ich laufe mal deswegen zurück. Aber ich glaube, ich werde schnell nochmal vorsichtshalber auf das Ding wechseln. Wo? Wer? Ist jetzt einer rausgekommen? Das wäre nett von euch. Ja, da hinten. Irgendwo da hinten. Also, pass auf. Da war ja noch irgendwas von wegen Verlinken. Und Verlinken ist ja meistens... Ah, ist nur ein Netzwerk. Wir können natürlich... Nee, alles gut. Ich habe überlegt, ob ich über die Kameras vielleicht... Was ist das da hinten? Gabelstapler...
Gabelstapler? Luftjagen? Vielleicht. Kann ich hier jetzt runterspringen, ohne zu sterben? Ja, das sieht gut aus. Okay, also sie will, dass ich ins Untergeschoss komme. Vielleicht wäre es ja auch klüger, wenn ich von woanders vorgehe. Oh, es ist dunkel. Dunkel! Pass auf. Also, ich glaube, ich werde... Nochmal? Bin ich einfach schneller. So. Wow. Oh, wo ist hier die Tür? Ich sehe nichts. Wo ist denn diese Tür? Mann, Himmel, Arsch. Scheiß dunkel. So, das war schon mal einer weniger. Ich weiß, heute kämpfe ich komplett anders. Das ist der Gabelstapler, den ich gesehen habe. Okay, krass, hätte man da was tun können. Kann ich hier rein? Na, sieht nicht so aus. Also. Hier gibt es jetzt erstmal Zeugs, was ich alles mitnehme. Seltene Item-Komponenten zum Beispiel. Haben wir darum was? Ich will ja nichts übersehen. Toiletten. Was haben wir hier? Haben wir hier noch irgendwas? Schließen. Aha, gut. Ich habe ein Versteck gefunden. Kann man nicht öffnen? Stressball. Ich sagte doch, ich werde ihn finden. In stressigen Momenten werden wir ihn finden. Aber es geht gerade. Ich habe gerade keinen stressigen Moment. Ich jetzt? Nee, nix. Ich bin nicht erbärmlich. Ich bin klug. Ein bisschen. Manchmal auch nicht. Was Tasten angeht, bin ich echt nicht, bin ich unklug. Also bin ich unklug. So, jetzt sollte ich... Ah, einmal raus und... So. Und da sind doch jetzt Kameras. Überall. Also pass auf, welche schalte ich denn zuerst aus? Nenne ich das Flutlicht. Ich will die Kamera hier oben. Also ausschalten. Ich will sie ausschalten. Zack. Da sollten wir auf jeden Fall warten, bis die ausgeschaltet ist. Und mal gucken, was die alles Schönes noch hier mal mit sich tragen. Und dann haben wir doch da oben noch eine. Kann ich die da oben nicht gleich noch mitmachen? So. So eine Sache finde ich schon wieder extrem geil. Wenn wir uns so durchhacken müssen, das mag ich. So. Irgendwas Stumpfes, irgendwas. Und damit wolltest du mich angreifen. Ich glaube doch nicht. Feuerzeug. Ja. Neben dem Raucher auch noch das Feuerzeug. Das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Das Schlimmste, was du tun kannst. Ich finde es hier sehr, sehr dunkel. Wenn ich das mal so sagen darf. Und dunkel finde ich immer scheiße. Dunkel finde ich immer richtig scheiße. Also wir müssen ins Untergeschoss. Ich bin ja ganz stolz auf mich, dass es ganz gut jetzt verläuft. Aber das heißt noch nichts. Das kann sich noch fünfmal ändern. So, werde ich nochmal ein bisschen durchscannen. Also hier ist auf jeden Fall irgendwas mit Hitze. Gasrohr. Explosiv. Werde ich vielleicht tatsächlich jetzt einfach erstmal auslösen. Haben wir noch eins? Ja. Oder? Damit es mir nicht zum Verhängnis wird. Da. So. Aber da sind doch noch mehr. Warte mal. Hier sind doch noch mehr Gasrohre. Irgendwie gefühlt. Da ist die Stimme weg. Was ist denn da los? Rechts der See. Sehr verwinkelt. Ah, das war die andere Tür. Aha, I understand. Da kann ich die Tür jetzt hier öffnen. Aber ein bisschen Licht. Vielleicht. Ganz dunkel. Pass auf, lass uns hier erst noch mal gucken, was wir alles finden. Was, ein leuchtender Lippenstift. Ja, Dinge, die ich unbedingt brauche. Leuchtende Lippenstifte. Wo geht's hier hin? Nirgendwo hin. Schade. Tür. Oh Wunder, Tür. Mit wem kann ich telefonieren? Ist das gut? Dann wissen die ja, wo ich bin. Besetzt. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klug war.
weiß nicht, ob das so klug war. Ist so verwinkelt. Erzähl mir nicht, dass hier niemand mehr ist. Was haben wir hier? Was ist das? Daten. Explosiv. Okay, pass auf. Explosive Dinge. Zack, jetzt nicht mehr. Ich glaube, hier geht's nach unten. Wir haben den Weg nach unten gefunden. Ich würde sehr gerne hier noch rumgucken. Sind die noch aktiv? Nee, es sieht nicht so aus. Ich gucke jetzt erst nochmal hier hin. Abstraktes Gebilde. Das war so groß. Das war gefühlt so eine ganze Tür, die wir uns jetzt bei ihm einfach in die Tasche reingesteckt haben. Aber gut, das Phänomen von Frauenhandtaschen. Das Phänomen von Frauenhandtaschen. Tausend Dinge, die drin verschwinden können. In eine Mikrotasche. Weißt du? Eine Kerze. Ach, wie romantisch. Und das bei dem ganzen explosiven Zeugs hier, ne? Ich sag's ja nur. Ich sag's ja nur. So, wir sind jetzt, glaube ich, eine Runde rum. Also, beendet der Rundgang. Jetzt werden wir nach unten gehen. Unten wird uns jetzt wieder ein neuer Spaß erwarten. Hab einen Weg runtergefunden. Siehst du meine Position? Yep. Bin sofort da. Warte auf mich. Okay. Aber warte auf mich heißt hier direkt warten. Ich warte jetzt wirklich auf sie. Aber wenn hier steht, geh zu Ebene 1. Tja, ist jetzt die Frage. Warte ich jetzt hier dämlich? Führe Judy durch die unteren Ebenen. Ist sie das? Bist du das? Ja, Judy Alvarez. Okay, gut. Ich wollte gerade auf dich schießen, weißt du, ne? Geil, kämpfen wir zusammen. Bin da. Hallo. Wir müssen zum Untergeschoss 2. Okay, warum kennst du dich hier eigentlich ich bitte, so gut aus? Da halten Sie sie fest. Warum kennst du dich hier so aus? Die hat ja auch irgendwie wie so ein Huhn. Oder? Was stimmt mit dir, Mädchen, nicht? Was für ein Film läuft bei dir? Okay, gut. Es erinnert mich ein wenig an ein Huhn. Oh, guck mal, da ist auch jemand abgestürzt. Ach, schön. Ich liebe es. Also, wir werden uns trotzdem gut umgucken. Falls hier irgendwelche explosiven Sachen sind. Auf jeden Fall sind hier jetzt Leute gleich irgendwo. Es ist so mega dunkel. Was ist das alles? Treibstofftank explosiv. Wollen wir den erstmal hochjagen? Ich habe ja Angst, dass irgendwie gleich jemand raus... Pass auf. Ich finde den jetzt tatsächlich... Also mehr als, dass uns das ganze Ding hier in die Luft fliegt. Oh, ich weiß nicht, ob das so klug war. Doch, das geht. Die Explosion war jetzt nicht so extrem. Also, es kann aber mal sein, dass das ganze Haus irgendwie zusammenbricht. Weißt du, ich meine? Aber das kann uns natürlich alles sonst zum Verhängnis werden, wenn irgendwie Leute kommen. Angst. Sind hier irgendwo Leute? Müllcontainer? Was ist das? Kühlschrank? Kühlschrank? Keine Ahnung. Tür? Ich verunsichere so ein bisschen, dass hier keiner weiter ist. Kommen bestimmt alle mit einmal. Ist sie noch da? Judy? Wo ist sie denn? Bin ich doof? Judy? Ist sie schon vorgelaufen? Hä? Hä? Bin ich doof? Es hieß doch, führe Judy in die unteren Ebenen. Mädchen! Hallo? Kommst du mit? Oder hast du ein Problem? Hallo? Sie läuft nicht mit hinterher. Das ist dann ihr Problem, wenn sie nicht mit hinterher kommt. Hast du einen Bug? Du hast ein Problem. Merkst du selber, ne? Okay, dann laufe ich jetzt alleine. Ob du jetzt mitkommst oder nicht. Dafür kann ich dann auch nichts, wenn die da oben stehen bleibt. Aber vielleicht wartet sie, dass ich hier irgendwas aufmache.
Dieses Hemd, das kenne ich. Wo kamst du denn jetzt auf einmal her? Dieses Hemd, das kenne ich. Nachdem sie erst oben wie so ein Huhn dastand. Dieses Hemd, das kenne ich. Ah, Freunde. Ist das ein Fahrstuhl? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Oh, 79 Euro Dollar. Und wir können hier speichern, Freunde. Wir können hier speichern, weil... Wir nicht im Cup sind. I love it. Aber das kommt noch. Das kommt noch. In irgendeinem Fahrstuhl ist das. Zugangssplitter. Aufzug gerufen. Deaktiviert. Alles klar. Aber... Will ich wissen, warum er gestorben ist? Irgendwie ja schon. Aber irgendwie auch nicht. Weil ich nicht weiß, ob uns das gleiche widerfährt. Industrie-Rollen. Okay, lass uns das Ganze mal deaktivieren. Da hinten steht einer. Da steht doch einer. Da steht einer. Also, da sehe ich jemanden. Hier haben wir Container. Ganz viel... Evelyns? Fliegenzeugs? Ja, ohne Zweifel. Ja gut, aber das kann ja auch jemand geklaut haben, weißt du, ich meine? Also, Kette sprengen. Aber hier ist doch jemand. Also wir werden jetzt vielleicht erstmal zur Seite gehen. Da ist was faul. Ja, da ist was faul. Da hast du recht. Da ist was faul. Katana auswählen. Wer ist denn das? Wer bist du denn? Das muss reichen. Das muss reichen und dann war er weg. Also es ist tatsächlich mal eine ruhigere Mission, was ich sehr gut finde. Speicherlöschung. NC-Bewohnerin. Ich habe keine Ahnung. Oh, warte mal. Also, wir haben hier auf jeden Fall. Ah, hier läuft eine rum, aber. Pass auf. Ich glaube, das geht gleich los. Aber die sehen auch gar nicht so aus, als. Da haben die sich hier unten zurückgezogen? Nein. Ich bin ein wenig verwirrt. Jodie, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich werde jetzt mal ein Ablenkungsmanöver machen. Dann ist halt die Frage. Wir haben nicht genug Methionin für die Ladung heute. Methionin ist doch eine Aminosäure. Wir strecken das mit RTL und das Gewicht. Mit RTL? RTL? Erythritol. Süßkram für Erwachsene. Aber hört sich so an wie vom Zucker. Erythrit. Okay, sie geht runter. Das ist vielleicht ganz gut. Geht sie runter? Ist das jetzt unten gewesen? Oder läuft sie hier jetzt noch lang? Ist Judy gerade vorgelaufen? Ich schnell gerade nicht, wie diese Frau... Oh, nicht gut. Frau läuft. Strange. Also, wir haben das Netzwerk gehackt. Zwei Leute sind hier. Da ist ein anderer. Dann haben wir hier... Ja, noch ein Ablenkungsmanöver ist natürlich auch scheiße. Oh, was ist das? Implantate. Tja, ich glaube, wir werden jetzt angreifen müssen. Dieses RTL macht doch keinen Schaumvormut oder so, ja? Sonst können wir dicht machen. Hast du überhaupt eine Ahnung, was wir hier backen? Ziel ist unbewaffnet. Propylmethionin macht so derbe High, dass ich selbst ein Animal in die Hose kacken würde. Und du denkst, ein bisschen künstlicher Süßstoff macht was aus? Das kauft keiner, weil er es mag. Abgesehen von den... Vorsicht, ihr habt was gehört. Wo ist sie? Okay, jetzt geht das los. Sieht aus, als wären Snaps. Sieh uns an. Nicht tot.
Okay, also wir werden die Kamera jetzt ausschalten, weil wir sowas nicht brauchen. Sehr gut. Die ist aus, ne? Geil. Oh. Können wir die jetzt ausschalten? Müssen wir die jetzt ausschalten? Es ist ja so dunkel. Schalten wir die jetzt aus? Ja, komm, ich schalte die aus. Lass uns hier erstmal warten, bis die hochkommt. Judy, dein Arsch ist im Weg. Bei denen müssen wir aufpassen. Bei denen müssen wir echt aufpassen. Ah, ich hab verloren. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ah, Judy. Rette mich. Pass auf. Also. Ich hoffe, Judy erledigt die jetzt vielleicht. Ich werde jetzt hier schnell noch ein bisschen rumgucken. Chemikalien. Lausungskiller, das haben wir auch schon genommen. Aber ein paar Sachen jetzt auch eingesammelt. Und. Irgendwas. Ist hier noch einer? Nee, es hört sich so an. Ich glaube, Judy hat einen guten Job erledigt. Stehst du auf Versteckspiele? Komm raus, Drecksfotze! Ist jetzt einer hochgekommen? Ich danke dir, Judy. Inzwischen gucke ich mir hier um. Pressure Alarms, F-Circuits, Ciprofloxacin, Isopropyl. Also Ciprofloxacin, Isopropyl, Graves Gloves. Das sind, hier guck mal, das sind Zutaten. Scissors, Schere, Tape, Siptis, Codein, Iodin, roter Phosphor. Okay, das hört sich alles sehr skurril an. Ich möchte mich verlinken. So, wir werden das jetzt ausschalten und mal die Remote übernehmen. Da haben wir noch zwei. Wir werden den Speicher löschen. Und bei dir können wir gerade nichts machen. Wir werden jetzt mal die Kamera wechseln. Das ist der, wo wir drin sind. Und da hast du... Das sind die zwei, ne? Von gerade eben. Okay, also sehe ich formal jetzt erstmal nur zwei. Die jetzt auch, glaube ich, hier oben irgendwo hinkommen. Es sind hier noch ein paar Sachen, die ich, glaube ich, einsammeln kann. Vielleicht. Ja, immer dreimal mehr als du. Weil das sieht so aus, als wäre hier was zum Einsammeln, aber irgendwie ist hier nichts. Schade. Sind die jetzt hier unten? Sind die oben? Wo sind die? Also hier ist noch eine Tür, die wir nicht öffnen können, weil uns noch eine Tech-Fähigkeit fehlt. Aber hier gab es noch eine Seite. Und hier werden wir noch ein bisschen was einsammeln. Schallplatten zum Beispiel. Hi zu Hause. Haben wir das schon gelesen? Ich glaube, wir haben es vielleicht eingesammelt, aber noch nicht gelesen. Heutzutage, wo die Polizei sich um Wichtigeres kümmern muss als tütenrauchende Rotznasen, wo man an jeder Ecke Designerdrogen kaufen kann, sagen wir zurück zu den Wurzeln. Wozu die Taschen von Dealern und Herstellern füllen, wenn du dir dein Zeug ganz bequem in der eigenen Garage zusammenbrauen kannst? In den folgenden Kapiteln zeigen wir dir leicht verständlich Rezepte für deine Lieblingsbooster. Ein Spaß für Jung und Alt. Geil. Do it yourself. Drogen. Nehmt das nicht. Keine Drogen. Don't do it. Das macht doof. Und abhängig. Und überhaupt. Was? In the claw? Was will sie mit Klo? Ich verstehe nur Bahnhof. Hallo? Nimm es doch. Einige Sachen kann ich irgendwie nicht nehmen. Siehst du? Den kann ich auch nicht nehmen. Ah, ich kann ihn... Ach, ich bin auch doof. Scannen vielleicht? Heißt das? Scannen? Ja, vielleicht. Riecht nach Propylmethionin. Müssen hier RPM kochen. Also. RPM. Habe ich immer auf mein Frühstück gestreut. Also, eine Drogenküche. Alles klar. Mit. Pass auf, dann gucke
ich nochmal hier rüber. Vielleicht. Implantate, schwarze Braindances, versandbereit. Und hier auch schwarze Braindances. Vielleicht konnte ich die tatsächlich nicht einsammeln, sondern einfach nur scannen. Okay, ich glaube, da ist noch eine Kamera auf jeden Fall. Frage, wie gehen wir jetzt hier vor? Ich glaube mal noch einen Aschenbecher, weil die Aschenbecher auch doch irgendwann dann noch was bringen. Ich bin draußen. Aber ich habe Angst, jetzt das Falsche zu tun. Aber hier war doch irgendwo noch eine Kamera. Irgendwo. Hier, da oben. Diese hier? Aha, pass auf. Ach nee, einschalten. Kamerasteuerung. Okay, pass auf. Dann. Also, wir haben hier ein paar explosive Sachen. Wir haben einen Computer. Wir haben. Ich weiß gar nicht, was das ist. Industrierollläden. Also, wir haben hier tatsächlich ein bisschen was Explosives. Wo wir extrem aufpassen müssen. So, ich werde jetzt hier nochmal eine Speicherlöschung machen. Und. Was sind die andere? Das waren noch zwei. Achso, ja, das ist der. Alles klar. Da waren wir drin. Schon klar, schon klar. Wo sind denn jetzt die ganzen brennbaren Sachen? Pass auf, aber wenn sie näher kommt. Dann sind wir mit dem Katana gut. Sie sind hier. Bleib wachsam. Ja. Nein, du bist. Seh uns an. Nicht tot zu kriegen. Natürlich sind die tot zu kriegen. Wo ist sie? Wo ist sie? Da hinten, da hinten, da hinten. Aber die kommt auch hierher. Ich warte jetzt tatsächlich, bis sie herkommt. Ich muss eher jetzt nicht vor die Flinte laufen. Sogar noch Zeit, um was zu trinken. Geil. Na, die kommt doch an. Die kommt doch an. Du bist in der Seite! Du auch. Ist die Kamera jetzt wieder an? Hallo? Ausschalten? Das war schon wieder zeitlich begrenzt. Alles klar. Oh, das war's. Wir haben es geschafft. Haben wir. Sehr gut. Also weiter. Los geht's.